Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, wir quatschen heute einfach mal ein bisschen miteinander. Ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne ansprechen würde und fangen wir doch einfach mal an. Zum Ersten natürlich eine Sache, die mich zurzeit unfassbar freut, ist der Acker. Ich habe das schon, glaube ich, 3 Millionen Mal bei Instagram gepostet gehabt, dass ich den Acker am 16. bekomme. Also nächste Woche Samstag. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Ich habe wirklich Hummeln im Hintern. Ich habe auch schon wieder neue Samen bestellt. Fällt mir gerade ein, weil das hier liegt. Und zwar zum Beispiel hier die, wie heißen die? Blauschocker? Wie bitte? Ja. Das sind solche Teile, die sind anscheinend lila. Ich finde diese Bilder von Bobby Seeds immer wirklich grauenhaft. Aber die sind gut, die Sachen. Ich habe mir eigentlich erwartet, dass die Samen irgendwie spektakulär sind. Sie sehen aber ganz normal aus wie Erbsen. Ja, ich bin sehr gespannt. Die Hülsen sollen eben irgendwie lila sein. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Ich hatte ja letztes Jahr ein kleines Acker-Review-Video gedreht. Oder was dieses Jahr? Nee, es war letztes Jahr schon, ne? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Und ich wollte mal fragen, ob einige von euch sich daraufhin irgendwie auch einen Acker zugelegt haben oder ähnliches. Ich würde mich natürlich super freuen. Und wenn ihr das sowieso schon macht, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Schreibt mir, was ihr alles auf dem Acker macht. Und ja, ich freue mich total. Ich habe jetzt auch einen neuen Instagram-Account für meine Pflanzen. Ich weiß nicht, ob das alle schon mitbekommen haben. Und zwar heißt der Balkonien-Ackerliebe. Werde ich mal hier irgendwo hinschreiben und auch in die Infobox. Da freue ich mich natürlich super, wenn ihr mir da folgt und Kommentare schreibt. Und ja, das ist also wirklich so ein reines Pflanzen-Acker-Balkonien-Profil. Und super toll, wie viele Leute mir da schon folgen. Ich finde das der Wahnsinn. Ich folge da selbst auch nur wirklich Leuten, die eben was mit Pflanzen machen. Also seid nicht traurig, wenn ich euch da nicht folge. Und ja, so viel erstmal zu meinen Pflanzen. Nein, eine Sache noch. Und zwar habe ich ein paar Pflanzen in der Stadt ausgepflanzt. Und zwar eine Zucchini bisher und ich glaube 4 Gurken. Eine Gurke ist leider schon zertrampelt worden. Da war ich ein bisschen traurig, aber ich meine klar, das ist eben einfach so eine kleine Grünfläche mitten auf der Straße und das kann mal passieren. Wir haben neulich eine Gurke gerettet vor einem Fahrradreifen. Der stand wirklich nur so haarscharf daneben. Und die Zucchini, die wächst wunderbar. Ich habe die neulich auch gepostet bei Instagram. Ich zeige euch das mal eben, weil die wächst wirklich hervorragend. Ich werde nachher auch mal gucken gehen, wie es der geht. So sieht die nämlich schon aus. Das ist dann auch mein Profil, by the way. Und ja, solche Sachen finde ich super cool. Ich habe eben auch Kürbisse gekauft, Kürbissamen, die ich irgendwo in der Stadt dann auspflanzen möchte. Ich habe die jetzt vorgezogen, also ich ziehe sie gerade vor. Und wollte mal fragen, ob Leute von euch sowas auch machen. Ob ihr sowas auch schon gemacht habt. Ihr wisst doch, was ich sagen will. Ich finde das nämlich eine super coole Sache eigentlich, so die Stadt ein bisschen zu begrünen. Die Frage ist natürlich, möchte ich die Sachen dann essen, die ich da ausgepflanzt habe? Weil man weiß ja nicht, hat da ein Hund drauf gepinkelt oder auch ein Mensch oder was ist mit dieser Pflanze passiert? Aber an sich finde ich das eine coole Sache und selbst wenn es nur schön aussieht, ist ja schon toll. Dann vielleicht ein bisschen Beauty-mäßig. Was haltet ihr von der Safari LE von P2? Ich weiß das gerade gar nicht genau, wie sie heißt. Ich habe einen Blush davon. Das trage ich heute auch, falls ihr das sehen könnt. Oh, dieser Highlighter, der ist so toll. Das ist Sleek Glow Peach Shimmer. Und die Safari LE, ja. Ich hatte mir davon eigentlich sehr viel erwartet, weil ich stehe ja so auf diese ganzen Glow-Sachen und Sommersachen. Und die Catch the Glow LE letztes Jahr war der absolute Wahnsinn. Also wirklich, diese LE war wirklich, wirklich toll. Und ich muss sagen, dass mir diese Safari-LE, ich nenne sie jetzt einfach so, weil ich nicht genau weiß, wie sie heißt, ein bisschen enttäuscht hat. Ich finde, dass in diesen Bronzern, erstens ist das nur Overspray, zweitens finde ich den Glitzer viel zu grob und drittens ist es einfach für meine Haut nicht so toll. Also es ist eben, die meisten Bronzer sind so meine Hautfarbe. Ich habe die so auf der Hand geswatcht und dachte mir so, okay, Puder, schön. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem für mich, ne? Ihr findet das wahrscheinlich alles total toll. Aber ich fand auch diese ganzen Glow-Produkte, die es letztes Jahr gab, diese Flüssig-Highlighter und so, die fand ich richtig toll letztes Jahr. Und dieses Jahr sind die alle so nichtssagend irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht teilt ja einer von euch meine Meinung, aber ich muss sagen, ich war nicht so begeistert. Schade eigentlich.
aber gut für den Gelbbeutel. Ich habe diese andere P2 LE noch nicht entdeckt. Diese, ach, wie heißt die? Heißt die irgendwas mit Itno? Momentito. Culture Spirit heißt die LE. Die finde ich ja total interessant. Ich habe sie leider noch nirgends gefunden. Ich muss unbedingt mal die DM stürmen und gucken, ob da was für mich dabei ist. Diese eine Blush interessiert mich sehr. Und ja, aber ansonsten beautymäßig finde ich im Moment alles ein bisschen so, ja, geht so. Die Pretty LE von Essence. Ich habe mir zwei Nagellacke gekauft, muss aber sagen, dass ich die beide nicht so toll finde. Die sind sehr ähnlich vom Finish her wie die Catrice Rococo LE und ja, weiß ich nicht. Ich finde die nicht so besonders, ehrlich gesagt. Das Blush ist mir, glaube ich, zu hell. Ich habe es nicht gekauft. Gut, ne? Aber ja, ich stehe im Moment unglaublich auf Neon. Ah, ja. Ich glaube, die Farbe kommt jetzt hier gar nicht so krass raus, wie sie wirklich ist. Das ist Pink Wellness von Models Own. Models Own Lacke sind der Hammer. Ich habe mir neulich welche bestellt bei Cambry. Und ich brauche mehr, auf jeden Fall. Also die sind wirklich richtig toll. Ja, was war denn sonst so los beautymäßig? Ich glaube nichts. Ach doch, ich hatte ja letzte Woche das Video hochgeladen, wo ich 6 Tage mein Make-up euch gezeigt habe und die Nägel. Und es ist eigentlich echt gut angekommen. Also das freut mich total. Und es wurde sich sogar gewünscht, dass ich das nochmal mache. Und ich werde versuchen, das nächste Woche auch zu tun. Ja, ich werde versuchen, wieder jeden Morgen mein Make-up zu zeigen mit den Swatches, mit Nägeln und so weiter, weil ich das eigentlich auch ganz cool fand, das jeden Morgen zu machen. Und wenn das euch gut gefällt, ist das ja wunderbar. Dann werde ich versuchen, wie gesagt, das nächste Woche zu machen. Und das ist auf jeden Fall mein nächstes Projekt. Ich weiß, so beautymäßig kam jetzt in letzter Zeit relativ wenig. Liegt aber auch einfach daran, dass ich irgendwie am Wochenende andere Sachen im Kopf habe. Und natürlich könnte ich mich nach der Arbeit hier noch hinsetzen und mich nochmal abschminken und nochmal schminken, aber ich weiß auch nicht. Wenn ich dann von der Arbeit komme, denke ich mir einfach so, chillen. Wisst ihr? Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen verstehen. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, dass ich das wieder ein bisschen regelmäßiger mache und dass nicht immer nur Pflanzen-Updates kommen. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Jetzt kommt auf jeden Fall dann nächste Woche erstmal nochmal so ein Video, wenn ich es hinbekomme. Und dann wollte ich noch ein Thema ansprechen, und zwar Smoothies. Oh, Smoothies sind so unfassbar lecker und ich hätte unfassbar gerne einen Smoothie Maker, also eigentlich einen Mixer. Ich habe mich ein bisschen informiert bei Amazon. Was heißt informiert? Ich habe mir eben die Rezensionen angeschaut und die meisten waren sehr gut bewertet, aber die negativen Rezensionen waren dann auch wirklich heftig. Also auch bei teuren Sachen wie beispielsweise Philips oder so stand dann ja, nach der Garantie, nachdem die Garantie abgelaufen ist, ist ja mein Mixer sofort kaputt gegangen und dass Philips das nicht mal reparieren lassen wollte, strich konnte, auf Kosten des Kundens, weil die keine Ersatzteile mehr haben. Da denke ich mir auch so, toll, da gebe ich so viel Geld aus für so ein Markenteil und dann ist das so schnell kaputt und man kann es wegschmeißen, ist ja irgendwie auch nicht Sinn der Sache. Dann natürlich diese ganzen Mixer, die diese zylinderförmigen Aufsätze haben. Da stand dann oft, dass eben die oberen Sachen überhaupt nicht gemixt werden, weil das nicht nachrutschen kann. Solche Probleme gibt es eben. Oder bei einem habe ich gesehen, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Es war auf jeden Fall auch eine bekannte und recht teure Marke, dass das der Deckel oben nicht richtig abgeschlossen hat und alles überall in der Küche war. Ich meine, ne? Weiß ich nicht. Ich möchte eben nichts kaufen, wo ich dann am Ende denke, na toll, hätte ich mal irgendwie mich besser informiert. Darum meine Frage an euch. Was für einen Smoothie-Mixer habt ihr und seid ihr damit zufrieden? Wie viel kostet das Teil und was könnt ihr mir empfehlen? Bitte gerne in die Kommentare. Ich möchte nämlich unbedingt einen Smoothie-Maker haben. Allein schon für den Acker, wenn ich dann da frischen Salat habe. So viel Salat können wir nämlich im Leben nicht essen. Oder Spinat und so weiter. Ich habe da einfach unfassbar Bock drauf. Und ja, deswegen immer her mit euren Vorschlägen. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen mit euch hier quatschen. Mir fällt jetzt, glaube ich, auch schon gar nichts mehr ein. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen updaten, was so gerade in meinem Kopf los ist und so. Und sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Und wir hören, sprechen, schreiben uns bald wieder. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss!